Magdeburg. Nach einem Bombenfund in der Elbe sind 5000 Anwohnerinnen und Anwohner der Innenstadt und des Werders aufgerufen, ihre Wohnungen zu verlassen. Bis spätestens 14 Uhr soll die Evakuierung in einem Umkreis von 500 Metern vom Fundort Petrifförde beendet sein. Die 250 Kilogramm Fliegerbombe war gestern aufgrund des Niedrigwassers von 2 Polizisten gefunden worden. Sie soll am Nachmittag durch den Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Polizei und Verwaltung bitten die Betroffenen dringend darum, so schnell wie möglich ihre Wohnungen zu verlassen. Alle Bewohner müssen das Gebiet bis spätestens 14 Uhr verlassen haben. Sie werden gebeten, bei Verwandten oder Freunden Unterkunft zu suchen. Für alle Bürgerinnen und Bürger, denen das nicht möglich ist, wird das Hegel-Gymnasium in der südlichen Altstadt als Unterkunfts- und Betreuungsobjekt hergerichtet. Die Aufnahme erfolgt dort ab 10 Uhr. Hilfsbedürftige Personen, die nicht selbstständig ihre Wohnung verlassen können, möchten sich bitte dringend bei der Bürgerhotline unter der Rufnummer 0391 540 7777 melden. Die Straßen im Evakuierungsgebiet bleiben für Anlieger befahrbar, bis die Evakuierung offiziell abgeschlossen ist. Allerdings wird der Bereich für den Durchgangsverkehr ab 10 Uhr straßenweise gesperrt.